Willkommen zurück zu Luigi's Mansion 2, heute mit D3 über den Abgrund. Die dritte Mission in der Eisvilla. Luigi, ich wollte es mir ja nicht nehmen lassen, deine Supergeister zu studieren. Aber das muss warten, ich habe nämlich just eben das finstere Mundstück geortet. Oh lala, wird ja mal Zeit, ey. Überraschenderweise stammt das Signal von außerhalb der Mine, aus dem alten Werkhaus. Ach, da hinten, was ganz anderes, ich dachte eben... Wir wären schon da gewesen. Dieses Werkhaus liegt jedoch jenseits der Schlucht und die Fuchselstation springt nicht an. Zum Glück wusste der Tod, der ihn nur gerettet hast, wie man die Schlucht überwinden kann. Er meinte, man könne mit der Seilbahn kinderleicht bis zur Tür des Werkhauses fahren. Das Wetter wird zwar immer schlechter, aber so dürftest du rasch ans Ziel kommen. Du musst eher zur Seilbahnstation laufen und einsteigen, schon bist du im Nu drüben. Wunderbar einfach, oder? Ich melde mich gleich auf dem Du-Spukophon, wenn du dort bist. Dann gute Fahrt, Luigi. Der DS. Das Duo-Spokophon. Ja, die Seilbahn, die habe ich gesehen. Die haben wir ja gesehen gehabt. Und, deswegen scheint ja alles im grünen Bereich zu sein. Aber hier stimmt schon wieder was nicht, das merke ich sofort. Ja, zieh dir halt mal was Warmes an hier. Der Kamin? Oh, was ist mit dem... Was ist mit dem Bären los da? Willst du mir doch einen Bären aufbinden? Okay. Funktioniert nicht mehr, oder was? Was kann ich jetzt untersuchen? Ja, steig mal rein. Ja, oh, hier, das Fenster. Mach mal zu jetzt, ey. Kann nicht wahr sein. Knuff, knuff. Mach die Biege. Alter, der wird fluffig. Na, wer will denn jetzt alles als Haustier haben? Da ist noch ein schöner Weg. Unbedingt mal anschauen. Tolles Gemälde. Da sehe ich ein Rad. Du hast doch voll das Rad ab, ey. Okay. Und das Ganze befindet sich direkt über dem... Okay. Könnte schon die Lösung sein für ein Problem, was eigentlich völlig überflüssig ist, aber hey. Da bitteschön. Knacks, knacks, knacks. Einfach nur in der Nähe des Bärenfells. Eigentlich wäre es realistischer, wenn das Bärenfell sich entzündet hätte und durch das Feuer. Lassen wir das. Kann ich einsteigen? Darf ich? Nein. Ich darf nicht. Das ist natürlich schade. Nerv doch mal nicht. Bitte was? Okay. Das hat nach draußen geführt. Hier will ich überhaupt nicht lang. Ich will schon da unten lang, aber wo hängt's? Ach, an dem Eis da. Das hat er wirklich an dem Eis gehangen. Gut. Gehen wir mal wieder runter. Ich habe ja schon fast gedacht, warte mal. Ich kriege jetzt auf der Karte angezeigt, wo ich hin muss. Auf dem unteren Bildschirm. Und zwar hoffe ich, dass ich nichts übersehe, weil wir haben ja auch im letzten Part, in der letzten Mission gemerkt, umgucken ist das A und O. Da finden wir allerlei Edelsteine. Auch Orte, wo wir vielleicht nicht zwingend hin müssen. Direkt gesehen. Seilbahnstation. Hi. Da. Ja, da machen wir weg das Eis. Was soll das hier überhaupt? Ich verstehe die Villa nicht mehr so wirklich. Warum verändert sich die ständig? Das kann ja nicht wahr sein. Oh. Und jetzt? Dann halt du. Dann halt du! Eigentlich unrealistisch, aber wir müssen erst das ganze Eis wegmachen. Jo. Geh mal, ne? Heiliges Hackfleisch! Die haben auch noch so Ketten um, ey. Voll die Experten.
sonst habt ihr keine Probleme. Und die verziehen sich. Aha. Da, 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 da. Da, 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 da. Heiliger Knickerknack! Mhm. Diese Ketten, das wahrhaftige Geisterketten, sie sich nur lösen, indem man die Geister fängt, die sie geschaffen haben. Ja. Löse die grüne Kette, löse die rote Kette. Wohin des Wegs? Okay. Ich folge der Karte. In die Räume. In die besagten. Ups, was ist da? Und zwar haben wir hier vorne gleich ein Ausrufezeichen hier links. Dann sollte sich in dem Raum dann was befinden. Ist das richtig so? Eisbecken. Eisbecken. Erscheint mir doch sehr bizarr. Jo. Also im Spiegel sehen wir ja den Geist. Okay. Kommt ihr her, ihr Hübschen? Mach mal kaputt, krieg ich den dann? Na komm her, Digga. Noch ein paar mehr vielleicht? Egal, alle mir. Ey. Alter. 300! Weil sonst nichts ist, ne? Dammit. Ich bin volle Möhre. Ich zieh mir ja fast 100 ab, ne? Das ist ja der Witz an der Sache. Komm schon, sei kein Frosch. Ah. Jawohl. Und damit war's. Immerhin bekommen wir Energie dafür. Ah, lästiges Vieh, also mit so viel Energie. Einfach nur. Wie ist es? Die anderen Fatzkes wollen auch gefunden werden. Und ich sehe auf der Karte noch nicht, wo die überhaupt sich befinden. Ich gehe mal ganz lustig diesen Weg. Ich habe ja... Ich habe eine Vorstellung. Da ist was Dunkles. Tatsächlich! Dunkler Schatten! Das war eigentlich nur so eine Theorie und so, aber hey... Ja... So ein bisschen Kater schaffen. Oh, Baby! Der drittletzte. Was geht denn ab? Das werden ja wohl kaum nur drei Missionen sein. Ach, da kommt noch einiges. Rutschen. Okay, okay. Ich tu's. Wow. Geil. Aha. Kommt der Goldbarren auch nach? Das fände ich dufte. Ja, die Münze. Goldbarren. Auf dich könnte ich noch warten. Aber da kommt nichts mehr. Na gut. Bam, 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 bam. Hä? Ich denke, warum ist da keine Tür? Das war wirklich ein sehr schweres Rätsel, das muss ich mal zugeben. Ja, absolut. Schmugglernest. Was willst denn du? Ey, das ist eine Schatztruhe? Ist gar nichts drin. Hi! Ich bin John Shishitaka. What the? Er hat's ihm aber gegeben. Okay. Dich wollte ich überhaupt nicht. Wer bist du denn? Okay, wir sollten da erstmal zumachen, glaube ich. Sonst nimmt das hier kein Ende. Aber kommt ruhig her, ihr Pappnasen. Gold, jede Menge Gold. Bist sogar eingeschmolzen. Du bist nur ein Grüne.
Kein Grüner mit Ketten. Auch mal so stehen lassen, ne? Oh, tschüss, Mann. Das war die Nummer 2 im Bunde. Gabomski! Erst den Stärksten und dann den Schwächsten. Und was war hier gerade nochmal? Aufzugsschacht. Ach, jetzt bin ich verwirrt. Wie komme ich denn zurück irgendwie? Jetzt zeigst du mir nochmal, wo du hinführst. Und ich halte sogar an für ein paar Münzen. Wer hätte es gedacht? Aber die zeigen mir an, auf der Karte, dass im EG, im Erdgeschoss, eigentlich die Sachen verlangt sind. Es ist schwierig zu beurteilen, was nun zu tun ist. Kommen wir da durch? Boah, ey. Schwierig, schwierig. Also das kennen wir ja alle schon. Das haben wir ja alle schon gesehen. Das ist ja kein Problem. Ne? Tieflager. Ey, ich habe so ein fotografisches Gedächtnis, denke ich manchmal. Das war doch vorher auch da, oder was? Tada! Herr Kochts! Da haben wir den Kollegen! Ich bin's, der Regenbogen! Und du siehst gleich kunterbunte Sterne! Ja, es sei nicht, dass sie das immerhin alles so bunt geschrieben haben. Was mache ich hier eigentlich? Das ist dein Buhu, mein Freund. Er verhält sich nicht so wie die anderen Geister. Das wird nicht reichen. 35 ist einfach zu viel. Obwohl er schon ganz schön auf die Ömme kriegt hier. Muss man mal so sagen. Wenn es so ist, muss man das mal so sagen. Aber voll irrelevant. Aber vielleicht war eins sogar zu wenig. Ja, gerade so. Bastjo! Den Fisch kriegen wir auch rasiert. Das war der Bu. Der macht das im Nu. Ja, wir sind immer noch nicht wo lang. Auf jeden Fall waren wir hier schon mal gar nicht so verkehrt, wie es scheint. Wo hast du mich hingebracht? Juhu! Am Anfang sind. Da sollen wir hin! Den gibt's geschenkt? Den gibt's geschenkt. hier soll sich was befinden. Ach, Fluff, du bist es wahrscheinlich, ne? Du bist an allem schuld. Aha. Da können wir schon wieder ein Goldener. Ach, geh weg. Mit dir kuschel ich doch lieber. Also ich hätte auch gerne Haustiere, die, wenn ich sie durch die Gegend schleuder, Goldbarren und ähnliches von sich geben. Ich weiß aber nicht schlau. Oh, der goldene Knochen, wer hätte es gedacht. Der gibt übrigens auch Geld. Und das nicht zu knapp. Wollte ich mal gesagt haben. Glaube ich zumindest. Na, vielleicht mal oben schauen. Ich habe nicht so wirklich die Peilung. Er muss. Hier muss was sein. Der Ecke hier trausch auch nicht so ganz. Komisch. Komisch, komisch. In diesem Raum ist was versteckt, Ausrufezeichen. Aber ich finde den blöden Geist nicht. Ich stelle hier alles auf den Kopf. Könnt ihr aber sicher sein. Ich gebe nicht auf. Okay.
Alles klar. Hey. Was wollt denn ihr Schwachmaten? So, komm mal weg da. Waren sie ja noch nicht mal, ne? Aber du bist wirklich der Standardgeist vom Dienst, ne? So, der hat roten. Also kriegt er ihn weg. Hey. Hey. Genau. Ey, wie die mich nerven, die Fusselfiecher da. Ey, reg dich mal ab, Kumpel. Wie der sich mal aufregt. Tschüss, Mann, du hast eh keine Chance. Du bist ganz alleine, du wehrst dich nicht. Ja. Da ist Panik angebracht. Ich glaube, auf der Titanic ist es jetzt gemütlicher als für dich gleich, ne? Und tschüss, Mann. Goldbarren Express. Na, endlich. Können wir jetzt gerade wieder hinjumpen. Einmal rundherum gelaufen. Das ist ja wunderbar. Yellow. Mhm. Gut gemacht, Knirsch. Das war die letzte Kette. Igitt, ich bin nicht mehr unten. Endlich. Du mit der Seilbahn fahren. Schnell zur Station. Im Ernst, wir sind doch hier oben. Wer kann eigentlich mit ganz normal mit uns sprechen? Wir sind doch da am Anfang. Das weiß der aber nicht. Möglicherweise war das ja gar nicht der letzte Geist. Also ich meine, man hätte ja andere Reihenfolge der Geister machen können. Nimm mich mit. Man hätte ja erst zurücklaufen können und ist dann später einem. Deswegen war das so einprogrammiert. Hm, das könnte eine Erklärung sein. Oder was meint ihr? Sicherlich. Wenn man einen der anderen einsaugt, befinden wir uns dennoch im Untergrund. Darf ich jetzt hier durch? Wir haben doch schon einen Weg gefunden. Oben? Oh, Herzen. Ich denke, was sind denn das für komische Edelsteine? So. Weil die ja in der Welt alle blau sind. Seillifte. Okay. Wir... Oh, Mann. Dieses DS-Geneige mag ich persönlich überhaupt nicht. Ich will in Ruhe zielen. Okay, einen hat es wenigstens getroffen. Eis! Eis, Eis, Baby. Doch. Getroffen. Noch irgendwas Eisiges? Ja, jede Menge, ne? Das da vielleicht? Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. What the? Entschuldigung, Entschuldigung. Ah! Ich habe einen Baum gefällt. Und jetzt nehme ich an, kann ich von der anderen Seite... Das ist alles so plausibel und logisch. Das ist nur so kracht. Mann, nervt doch mal nicht jetzt. Ich hab was zu tun, ich weiß, was los ist. Luigi, kannst du mich hören? Schön, dass ja diese Gondel wohl nicht mehr Was? Fällt ich hinüber, Stuch. Ja. Was? Hä? Aber ich hab doch schon mal. Ich war doch schon mal hier. Das hätte ich nur nicht gesollt, anscheinend. Ich hab keine Ahnung. Ich nehme auch den Weg über den Baum. Scheint Abkürzung zu sein. Hey, tja. Oh, schon wieder so eine Passage. Aber das ist... Das kann wirklich nicht so schwer sein. Das ist hingegen viel zu einfach. Liegt wahrscheinlich da dran. Also wir hatten es ja von der Brücke. Ah. Hä? Das ist aber viel einfacher zu balancieren. So, was hier los? Zeitlimit? Hä? Schneeballschlacht. Okay. Ah, die sind gut. Gib mir doch mal jetzt. Ja, mir läuft die Zeit weg und so. Kohle!
Schnell der nächste. Wow. Kann sich sehen lassen. Na, oh, das ging dann doch ganz ruckizucki. Der letzte Edelstein. Ich krieg die Krise des Jahrtausends, wenn wir da mal alle. Das nach nur 3 Parts. Hä? Langsam falle ich vom Glauben ab. Was ist hier los? Da wollen wir mal. Oder wollen wir lieber nicht? Egal. Jawohl. Okay. Dann gehen wir mal den Weg. König Buhu! Habt ihr ihn gesehen? Habt ihr ihn gesehen? Da war er zu sehen. König Buhu. Hey, ich bin eingefroren. Man konnte ihn eben sehen, den Saftsack. Ich meine, das ist ja kein Geheimnis, aber... Der ist da oben. Ein Buhu mit Krone auf. Das ist König Buhu. Der kann von mir aus ja zurückspulen. Der war da im Hintergrund zu sehen. Ich denke, ich sehe ihn richtig. Stell dir vor, bei Mario wird man dauernd Bowser sehen. Also, der treibt sich definitiv hier rum. Ach, gute Idee. Spitzenidee. Ah, nur man, jeder Goldbarren will hart erarbeitet sein. Erinnert mich an Hugo. Kennt ihr noch den guten alten Hugo? Gab's auch irgendwie so. Das war so ein Spiel mit Telefon. Also, man konnte anrufen in der Live-Show. Und mit dem Telefon das Spiel steuern. Das war voll lustig. Ja, yeah, der Hugo. Für die kleinen Kiddies damals. Richtig N1. Aber ich hab's auch gesehen. Alter, was sind das für Explosionen? Lass mal reingucken. Bomben! Der Endbossgeist. Ja, aber du kannst doch nicht erzählen. Ja, ich hab's gecheckt. Dass das nicht nach 3 Missionen schon ein Bosskampf kommt. Ist doch irgendwas schief gewickelt. Was ist denn schon wieder los? Ich guck mich gerade um. Geht. Luigi, ich hoffe, bei dir ist alles in Ordnung. Du hast es in den Wartungsraum geschafft. Famos! Dieser Generator und die Tür des Werkhauses ist der Fuchs. Genau. Unbedingt in Betrieb setzen. Los. Mach ich. Erstmal nehme ich Geld, weil hier gibt es unendlich Geld. Nein, lass mich! Upsa. Verstehe das Prinzip noch nicht ganz. Irgendwas mit Bomben. Aber damit machen wir ja mehr kaputt. Okay, es gibt 3 Eingänge. Ach so. Machst du es wieder ganz? Das ist schwer zu glauben. Keine Ahnung, soll ich die anderen mal auschecken? Versuch kann nicht schaden. Okay. Und in den letzten auch. Ist dieser drin? Da war irgendwie noch weiter oben, egal. Puh, wirklich viel checken tue ich gerade nicht, aber ich probiere mein Bestes. Mach mal da nochmal. Yo! In der Mitte sehe ich Eis. Das wird wohl verantwortlich sein. Wir haben ja das andere Eis auch weggemacht eben. Das ist in der Tat eine Erklärung. Wenn wir das letzte auch noch wegkriegen. Und das können wir jetzt tun, nachdem sich das verschoben hat, oder? Können wir einen Roboter da reinjumpen lassen? Ja. Ganz easy. Zufall. Jawohl. Strom, Power, Action. Können wir da rein?
Kameras an. Oh Gott. Das heißt, wenn es einen Bosskampf gibt, wenn er wirklich dann direkt an der Kamera mal wieder starten. Warte, ich starte. Was zum? Wir sind gefangen. Wir sind gefangen mit Erfolg. Und müssen erstmal eine Runde Schwätzchen halten. Louis, ich glaube, angeschnallt. Das ist zurück. Ich glaube, das ist alles. Genau. Das ist immer das Lustige. Die Verbindung funktioniert nicht, aber Telefoxeln funktioniert reibungslos. Wer hätte es gedacht? Welch eine wunderbare Erfindung. So, jetzt mal ein bisschen mehr. 2 Sterne. Wir haben alle Edelsteine, den Buhu, 2 Sterne und 822 Geldeinheiten. Aber solange wir alles Wichtige haben, das heißt Edelsteine, Buhus, bin ich zufrieden. Die Sterne sollen mir knusper sein. Das kann ja jeder für sich selbst suchten, bis er in jeder verdammten Mission 3 Sterne hat. Wenn man die Mission auswendig kennt, dann läuft es ja auch wie am Schnürchen. Ich habe es ja schon gemerkt, wo ich dann Sachen doppelt und dreifach machen musste. Willkommen zurück, mein wackerer Freund. Steck dein Ding rein und gib den... die Reichtümer frei. Ja, toll, super. Ja. Lecker Schnecker. So. Mann, mach doch mal ein bisschen Kohle. Ich will wissen, was das nächste ist, Kollege. Gut, dass du den Generator wieder zum Laufen gebracht hast. Es wäre schlimm gewesen, wenn wir die Tür zum Werkhaus nicht aufbekommen hätten. Und nun, da auch die Fox-Situation wieder läuft, müsstest du nie mehr an luftigen Liften hangeln. Wir sind fast am Ziel, Luigi. Atme noch einmal tief durch und wärme dich ein wenig auf, bevor es richtig losgeht. Ich warte auf dich. Punkt, 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 Punkt. So, das war lang genug. Fertig zum Einsatz, mein Bester. 2 Sterne, wuhu, alle Kristalle, ey. Schlitterschlacht! Wirklich keine Hundejagd oder was? Nur 3 Missionen, das ist ja nicht auszuhalten. Okay, Freunde, dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Daumen hoch nicht vergessen und bis dann und ciao!